Hallo, liebe. Bleib stehen. Okay, ich bewege mich ja schon nicht. Nein, ich hab dich nicht gemeint. Ich weiß. Ich meine die Kamera. Okay, nein, was ich wollte. Und zwar, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Endlich. Endlich. Nach langer, langer Zeit. Also, anderthalb Stunden hat uns das jetzt gekostet. Ja. Okay, eine, ja. Weil ich eine halbe zu spät war, aber trotzdem. Ja, aber ich meine jetzt nicht so eine lange Zeit wie ein Jahr oder sowas. Gefühlt schon. Naja, jedenfalls, wir sind wieder da und, Wieso hast du eigentlich immer Paint offen? Damit, das Ganze, damit mein Monitor, der ja so übelst groß ist, als so eine Art, Leuchte dient. Damit ich hier nicht aussehe wie, dass ich hier nicht dunkler aussehe, als ich müsste. Verstehe. Ja. So. Deswegen bist du immer so überbelichtet. Alles fake. Schall und Rauch. Ja, natürlich. Nein, Schall ist das nicht und Rauch, Moment. Wenn man Rauch benutzen würde, wäre ich doch nicht überbelichtet, oder? Dann wäre ich fast gar nicht zu sehen. Auf jeden Fall, wir auch haben es geschafft. Wir haben wieder Sounds. Yay. Und du hörst die auch? Ich habe den Schluss nicht gehört, leider. Ah. Oh. Das war doch das Beste daran. Was war denn der Schluss? Ich hab nur... Dann war auch. Fluttershy hatte, hat zu viel geraucht. Und hat deswegen jetzt Lungenprobleme. Auf jeden Fall, mit von der Partie ist auch wieder, oder präsentiert wird's auch wieder von... Köstritzer Schwarzbier. Moment, den kenne ich doch. Das ist der Mario! Mach den Mario! Okay, wir haben übrigens heute noch gerade so den 1. April. Mhm. Und du hast doch erzählt in der letzten Aufnahme, die mir nicht so gut gefallen hat. Die eigentlich nicht weit ging. Da war nur Intro-Gig und mehr nicht. Bevor hier jemand auf die Idee kommt, wir würden Aufnahmen neu aufnehmen, nur weil irgendwas. Weil sie nicht lustig sind. Ja, weil zum Schluss irgendwas schief geht oder so. Nein. Dürften wir ja auch nie fertig werden eigentlich. Werden wir ja auch nie. Auch wieder wahr. So, was. Weil es einfach nicht lustig ist. Nein, was apropos lustig. Was war da nochmal? Was? Ach so, ich bin heute auf einen Artikel reingefallen, der besagte, dass Forscher jetzt herausgefunden haben, dass Einhörner tatsächlich länger gelebt haben als bisher angenommen und sie die modernen Menschen sogar noch gekannt haben. Ich bin immer noch der Meinung, das ist gar kein richtiger April-Scherz gewesen, weil überhaupt es gab etwas, das als Einhorn fast durchgegangen wäre. Zumindest laut einem Artikel, den ich gesehen habe und der nicht am 1. April war. Aber auf jeden Fall nicht diese Einhörner im Sinne von, schau mal, ein Pferd mit einem Horn und am Ende. Und es glitzert! Und... Ja. Gut, dann, Nee, so eine Einhörner wären das nämlich auch nicht gewesen. Das wären irgendwie so eine Verwandten der Rhinozerosse gewesen, die auch ein bisschen mehr nach Pferden vielleicht ausgesehen hätten. Und die haben dann auch zumindest bis zur Neandertalerzeit oder sowas gelebt. Also ich habe es zumindest im ersten Moment tatsächlich geglaubt, so wie es da stand, und habe mir dann aber nach einiger Zeit doch an den Kopf gefasst und habe gesagt, so ein Unsinn. Ich bin erstmal raus und habe die Glücksbärchen gefüttert. Richtig. Und danach den Weihnachtsmann besucht, denn der will ja auch mal, auch innerhalb des Jahres, ein bisschen Besuch haben. Richtig. Ja. Jedenfalls, ich habe heute was gefunden, war auch zum 1. April natürlich, ich gehe ja gern auf Meme-Seiten und sowas und da kam mir etwas unter, und zwar, dass eine gewisse Erwachsenenunterhaltungsseite, leider muss ich den Namen jetzt auch noch sagen und damit Schleichwerbung machen. Oder nein, Moment, sie hat heute sich etwas umbenannt, und zwar in Cornhub. So kann ich das Ganze noch verfälscht lassen. Und da war dann tatsächlich, da war ein Bild angezeigt, da waren haufenweise Videos mit Mais drauf.
zu sehen. Und ach ja, Mais kann man auch poppen. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt, ne? Hm. Oh Mann. Ich mag aber nur süßes, salziges ist nicht so meins. Ah, okay. Gut, da wir das jetzt wissen, würde ich sagen... Wieso bin ich denn schon wieder falsch in den... Meine Kamera verrutscht dauernd, ich weiß nicht wieso. Also ich würde mal sagen, wir forzen jetzt so Z. So bleibe ich. Hey. Was? Ich würde sagen, wir forzen jetzt Z, setzen jetzt fort. Mhm. Und zwar mit Kapitel 3. Moment. Echt jetzt? Kapitel 3 beendet? Das ist das Kapitel 3? Gott, wie schlecht sind wir denn? Wir sind schon bei 100 Folgen. Wir haben schon... Oh, warte mal. Wir haben ja auch schon wieder 5 Minuten verplempert. 6 eigentlich schon. Ja, ja, also los. Der Schöpfer schrieb vor unseren Augen eine gänzlich neue Geschichte. Unter dem goldenen Fluch steht ein Mann aus weiter Ferne. Der leidvolle Aufschrei einer weiten Ferne aus weiter Ferne erklingt aus weiter Ferne. Dies könnte... Ach nee, Moment, das ist deins. Dies könnte sich auf Herrn Wright und Fräulein Fay beziehen. Wir müssen sofort dorthin. Ich habe eine Vorahnung, dass heute etwas in der Residenz des Alchemisten geschehen wird. Oh nein, was passiert jetzt? Lädst du das heute noch hoch? Nein, das schaffe ich doch nicht. Schade. Sonst hätte ich mir irgendeinen April-Scherz überlegt. Oh nein, bloß spontan nicht. Jetzt. Bloß nicht. Ja. Kapitel 4. Also nicht für dich, für die Zuschauer. Ja, ja. Die 3. Kapitel 4, der goldene Prozess. Das würde ich jetzt aber nochmal lesen. Schluchz! Haha! Das ergibt alles keinen Sinn. Wie konnte das nur geschehen? Frag doch einfach nochmal. Ich sehe nicht, was du machst, leider. Warte mal. Ich dachte, du hörst es vielleicht. Ich hab gesagt... Frag doch einfach nochmal. Ach so, ich hab's nicht gehört. Ist das so leise? Kommen irgendwie nicht immer gleich so an, wie sie sollen. Ja, Moment, Moment. Nee, nicht leise, sie kommen einfach nicht. Manchmal. Sie kommen einfach nicht, ja. That's what she... Oh, Moment. That's what she said. Ich hoffe, das kam bei dir an. Nee. Oh, Mann. That's what she said. Jetzt haben wir anderthalb Stunden rumgerödelt und es funktioniert immer noch nicht richtig. Na, wahrscheinlich, weil du immer dann reinsprichst, wenn ich das anmache und dadurch wird es leiser zu dir übertragen. Ah, das kann sein. Warte, ich bin mal still. Also mach am besten jetzt mal. Ich hab's gerade abgespielt, wo du noch irgendwas dranhängen musstest an dein Ich bin noch mal still. Ich weiß, es war Absicht. Ich dachte mir schon, dass... Fresse halt! Komm, jetzt. Ich bin ganz still jetzt. Ist gut. Ich lass mich nie mehr von dir verarschen. Ich hör auf. Ich habe aber wirklich nie was gehört. Ich schwöre, ich habe nie was gehört. Hört man so? Nee, so schwert man. Ach, so schwer. Also, okay. Sound, komm. Frag doch einfach nochmal. Ja, der kam an. Wie konnte das nur geschehen? Frag doch einfach nochmal. Wie konnte das nur geschehen? Das Internet. Diese verfluchte Hexe. Und warum hat es ausgerechnet Professor Layton erwischt? Das Internet. Nein. Warum hat es ihn erwischt? Nee, ich habe gerade keinen Sound dafür. Vor allem das Schlimme ist ja jetzt, ich bin so... Wen hat es jetzt nochmal erwischt? Das war... Ach so, ja. Das ist der Mario! Mach den Mario! Du meintest doch den, oder? Mhm. Gut. Gut, dass wir uns so verstehen. Ah nein, wen hat es erwischt? Kleine Hühnchen. Okay, weiter. Ja. Hauptsache, es war nicht Olaf. Genau. Oh, den habe ich gar nicht. Hab ich Hauptsache, denn Günther? Günther habe ich tatsächlich. Ja, das ist richtig. Günther. Ja, das ist richtig. Günther habe ich. Aber Olaf habe ich nicht. Das ist ja merkwürdig. Nein, also ich bin noch nicht. Es ist noch nicht ganz vollständig.
Aber ich habe ein tolles Soundboard, mit dem ich jetzt einfach bloß drei Buchstaben eingeben kann. Und beziehungsweise, und ich nicht. Ja, und du nicht, genau. Das funktioniert vielleicht mit dem neuen TeamViewer. Oh. Mach mal W, A und D. Gleichzeitig. Nicht vergessen. Ja. Okay, es klappt nicht. Tja, mein Soundboard hört nur auf mich. Ich kann dir leider die Macht nicht geben. Obwohl es ja sonst immer heißt. Nichts ist unmöglich. May the Force be with you. May the Force. Daher übrigens auch der Star Wars Tag. 4. Ja. Mai. Ja, stimmt. 4. Mai. Ja, Star Wars Tag. Noch so vorhin. Stimmt. Ja, das hattest du ja auch gesagt. Am 4. Mai ist Star Wars Tag und dann habe ich noch gesagt. Aber das war die alte Aufnahme, ne? Ja. Genau. Und dann gab es ja noch den Pi-Tag. Der 14.3., der übrigens gleichzeitig auch der Schneeblow-Tag ist. Wer wissen will, was das ist, sollte es bitte googeln. Ich bin mir nicht sicher, ob es der 14.3. war, aber irgendwie jetzt vor kurzer Zeit war das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein anderer Tag sein sollte, weil 3.14. Tag des Euklid oder was weiß ich, wer Pi gefunden hat, ich weiß es nicht. Tag des Euklid. Oh, war ja. Gut, bevor ich hier auch Euklide kriege, mache ich lieber weiter. Du musst mir glauben, Nick. Ich bin nur ein ganz normales Medium und keine Hexe. Ist da ein Unterschied? Und jetzt komm! Oh! Achso, gut. Keine Angst, ich weiß doch, dass du es nicht warst. Oh. Hm? Sag mal, hast du Luke heute schon gesehen? Haben wir heute die Luke schon gesehen? Dann sollten wir vielleicht mal nach... Oh Mist, den Sound habe ich nicht. Wenn wir Luke 1 schon nicht finden, dann finden wir aber vielleicht Luke 2. Ja, wie gesagt, den Sound habe ich gerade nicht. Ich fand den nie sonderlich lustig. Okay, gut. Nein, ich habe ihn seit letzter Nacht nicht gesehen. Aber was letzte Nacht passiert ist, das werde ich nicht vergessen. Er hat die ganze Nacht... Das hat etwas mit einer Muschi zu tun. Mit einer was? Mit einer Muschi, sie haben doch die Katze gesucht. Stimmt, die haben zusammen... Oh. Was? Woran du wieder denkst? Er hat die ganze Nacht geweint und ich wusste nicht, wie ich ihn trösten kann. Aber ich habe ihn trotzdem getröstet. Mit einer Fußmassage. Ja, ihn trifft es natürlich am Herzen, das arme Kind. Was? Die Fußmassage? Wahrscheinlich braucht er einfach ein bisschen Zeit, um zu trauern. Wir sollten ihn erstmal in Ruhe lassen. Ja. Er sollte diesen Prozess nicht miterleben. Das wäre wohl zu viel für ihn. Oh ja, das wäre wirklich zu viel für ihn. Ist schon schlimm genug, dass der Professor vergoldet ist. Ja. Wer ist nochmal vergoldet? Ah. Das ist der Mario! Oh, hallo Sophie! Was machst du denn hier, Sophie? Wurdest du freigesprochen? Nein, noch nicht. Wenn es doch nur so einfach wäre. Aber ich stehe eigentlich nicht unter Arrest. Deshalb habe ich eine Sondererlaubnis erhalten, hierher kommen zu dürfen. Ich darf gehen, wohin ich will. Zumindest innerhalb dieses Gebäudes. Das ergibt irgendwie Sinn. Echt? Ja, das ist richtig. Günther. Also für mich ergibt es jetzt nicht so viel Sinn. Nee, für mich auch nicht. Für mich ergibt das eigentlich... Gar nichts. Kamera. Entschuldigung. Macht nichts. Ich habe gehört, was Herrn Layton zugestoßen ist. Es erfüllt mich mit Trauer. Er war ein herzensguter Mensch. Es tut mir leid, Sophie. Aber ich habe Professor Layton vergoldet. Bitte? Was tut dir leid?
Ich endlich mal gut zu wissen, dass die Leute hier klein schreiben. Das ist so eine Sache, die mich immer gewurmt hat. Wird das jetzt groß oder klein geschrieben? Leid tun. Nein, soweit ich weiß. Warum aber eigentlich? Weil Leid tun groß geschrieben würde bedeuten, du tust jemandem Leid an. Aber dann würdest du ja an noch dazu schreiben. Und Leid ist ein Adverb. Und Du tust mir leid. Du machst mir leid würde heißen, du stellst es mir her. Aber du tust mir leid, nee, das ist ja anders. Okay, gut, dann Hauptsache, ich weiß jetzt, das wird klein geschrieben. Tut mir leid, wenn ich es irgendwann mal groß geschrieben haben sollte.